Hallo und herzlich willkommen zu unserem fünften Dimetrics Science Talk. Nach den ersten vier Runden zum Thema digitale Transformation, zum Thema interdisziplinäre Organisation, kundenzentrierte Kommunikation und kundenzentriertes Datenmanagement wollen wir uns heute dem Thema kundenwertorientiertes Marketing widmen. An meiner Seite bzw. an meiner digitalen Seite ist Professor Dr. Thorsten Wiese von der Uni Münster. Thorsten, an dieser Stelle schon mal ein herzliches Hallo und vielen Dank, dass du bereit bist, heute über das Thema zu referieren und dich auch den Fragen unseres Auditoriums zu stellen. Ja, danke euch. Ja, hallo zusammen. Ja, bevor ich dich gleich noch im Detail kurz vorstellen möchte, eine organisatorische Sache noch, die mir sehr am Herzen liegt. Alle Teilnehmer sind auf stumm geschaltet. Das soll keinesfalls bedeuten, dass wir nicht an eurer Meinung interessiert sind. Ganz im Gegenteil, wir wollen im Anschluss an den Vortrag gerne mit euch diskutieren. Nutzt dazu bitte das Fragenpanel, stellt eure Fragen und ich werde die dann im Anschluss oder während des Vortrags an entsprechender Stelle platzieren. Thorsten, jetzt kurz zu dir. Ich würde sagen, der Name ist Programm und du bist prädestiniert für den heutigen Talk. Du leitest nämlich in Münster das Institut für Value-Based Marketing. Promoviert hast du in Frankfurt, hattest dann gastwissenschaftliche Aufenthalte in Spanien und in den USA, hattest Professuren in Amsterdam und Groningen. Man kann sagen, eine internationale Reise, bevor es dich dann im westfälischen Münster oder bevor du dich dann im westfälischen Münster niedergelassen hast. Deine Forschungsschwerpunkte, auch die passen natürlich zum heutigen Talk. Du beschäftigst dich insbesondere gerne mit Themen, die auf der Schnittstelle zwischen Marketing und Finance sind. Also insbesondere auch mit Fragestellungen, wie messe ich Marketing, wie mache ich Marketing messbar und welche Learnings ziehe ich auch entsprechend daraus. Deine Publikationsliste, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, ist diesbezüglich sehr lang in internationalen Fachzeitschriften, ob Journal of Interactive Marketing, Marketing Science, Journal of Marketing. Also da ist schon ziemlich viel zustande gekommen und hat auch in diverse Auszeichnungen gemündet. Zu guter Letzt vielleicht noch ein Hinweis, der mir auch ganz wichtig ist. Also du hast dich nicht nur der akademischen Lehre im engeren Sinne verschrieben, sondern leitest auch das Excellence Startup Center NRW und hast damit auch eine entsprechende Konnektierung in die Praxis, was vielleicht heute nochmal wichtig werden wird, wenn dann die Fragen aus der Praxis kommen. Bevor ich dann auch gleich an dich übergebe, vielleicht noch einen Satz zu meiner Person. Daniel Niesing, mein Name, bin bei der Dimetrics verantwortlich für die CRM-Strategie-Unit und für den Standort in Hamburg. Und beschäftige mich eigentlich auch seit Münsteraner Zeiten, daher kennen wir uns ja auch, mit dem Thema Data-Driven Marketing und Marketing Automation. Heute bin ich sozusagen der Herausforderer aus der Praxis und würde dann auch das ein oder andere, was vielleicht die Theorie heutzutage befördert, entsprechend challengen. Genug der Vorworte, Thorsten, damit möchte ich an dich übergeben. Vielen Dank schon mal und ja, die Bühne gehört dir. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, wunderbar. Dankeschön, Daniel. Dankeschön dir, Dankeschön Dimetrics dafür, dass ihr mich eingeladen habt, hier diesen Science Talk zu machen, die Nummer 5 schon. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis sehr gut hinbekommen, weil wir, glaube ich, beide Seiten davon profitieren können und beide Seiten in dem Sinne, dass keine Einbahnstraße ist, nur von der einen Seite zur anderen Seite geht, sondern dieses Interaktive, das Miteinander, glaube ich, kann sehr, sehr fruchtbar sein, sowohl für die wissenschaftliche Welt als auch die Praxiswelt. Deswegen danke ich euch, aber ich danke natürlich auch Ihnen allen, die sich jetzt hier zugeschaltet haben, dass bei meinem Science Talk hier Nummer 5 kundenwertorientiertes Marketing und als Subheadline sagen CLV, Customer Lifetime Value und Customer Equity, CE, als Schlüsselwerkzeuge einer kundenzentrierten Unternehmensführung. Worum geht es eigentlich? Viele von Ihnen sehr wahrscheinlich oder viele Unternehmen generell sagen, Kunde steht im Mittelpunkt. Ich hoffe natürlich nicht bei Ihnen, die uns jetzt zuhören, aber bei vielen anderen, glaube ich, ist es relativ, und ich darf als Marketer, glaube ich, sagen, Marketing, bla bla. Denn der Kunde steht zwar im Mittelpunkt, wird zwar gesagt, aber für viele ist es, dass er da genau dort stört. Weil alles an den Kunden auszurichten, marktorientiert, kundenorientiert zu sein, ist auch schwer. Zwei Beispiele vielleicht. Einige haben von Ihnen ja sicherlich mitbekommen, dass Gary Weber ja vor einiger Zeit ein bisschen Probleme hatte, da auch ein Insolvenzverfahren angefangen hatte. In der Wirtschaftswoche stand da mal drüber drin, was einer der Gründe ist, warum das eigentlich so schwierig war, warum die also in die Schieflage geraten sind. Und da war ein Grund, der angegeben wurde, ist, dass die Designer, also die Produzenten der Mode von Gary Weber, eigentlich gar nicht wussten, für wen sie das produzieren, für wen sie das designen. Also die kannten die Zielgruppe gar nicht. Und wie kann ich erfolgreich sein, wenn ich keine Produkte für die Zielgruppe letztendlich
hinbekomme und designe. Und ein zweites Beispiel, gerade letzte Woche habe ich mich mit einem großen Automobilhersteller unterhalten. Da ging es um datengetriebene Geschäftsmodelle. Und da ging es darum, okay, welche Daten können wir denn eigentlich sammeln? Ja? Anstatt zu sagen, okay, was ist denn eigentlich das Kundenbedürfnis? Was möchte der Kunde? Und damit ich dann weiß, welche Daten ich letztendlich erheben muss und sammeln muss. Also auch da nicht datengetriebene Geschäftsmodelle, sondern kundenorientierte Geschäftsmodelle mit der Hilfe von Daten durch die Analyse von Daten. Und das ist letztendlich auch in dem Sinne nicht neu. Viele, die jetzt vielleicht schon mehrere Science Talk gehört haben, im letzten Science Talk von Jan Kierens gehört, der zitiert hat, den Herrn Leavitt aus 1960er Jahren schon, Companies are too focused on producing goods or services and don't spend enough time understanding what customers want or need. Also genau dasselbe, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, was sicherlich vielleicht von einigen gesagt haben, für uns ist es nicht relevant, aber andere sagen, oh, vielleicht ist es doch relevant, ist eigentlich schon ein alter Hut. Und die Frage ist jetzt, wie kann man das Ganze angehen? Die Frage also, wie kann ich mein Unternehmen wirklich kundenorientiert führen und nicht nur Marketing-Sprech es draufschreiben, entsprechende Maßnahmen evaluieren und durchführen, sowie die richtigen Anreize für meine Mitarbeiter setzen. Das ist das, wo ich mich in meiner Forschung auch und in meiner Praxisanwendung dementsprechend drauf konzentriere, wo ich mich heute hier auch in dem Science Talk drauf konzentrieren möchte. Den richtigen Anreiz für meine Mitarbeiter werde ich heute nicht drauf eingehen, aber immer gerne in der Diskussion noch drauf eingehen. Wie machen wir das? In dem ersten Science Talk, Jörg Nissing und auch du, Daniel, hast du gesagt, die Münsteraner Schule, die Sie ja vielleicht kennen, auch Meffert, Backhaus, Adat und so weiter, wo es ja um marktorientierte Unternehmensführung geht, dass Marketing mehr ist, das hat Jörg ja auch gesagt, als nur Werbung, sondern Marketing für uns ein Konzept ist der Unternehmensführung. Und diesen Handlungsrahmen, den wir dafür haben, den habe ich jetzt hier mal schematisch dargestellt. Es gibt eigentlich drei Bausteine. Der erste ist eine Entwicklung der Marketingstrategie, dass ich überlegen muss, ne, wen spreche ich eigentlich an, wer ist meine Zielgruppe, was wollen die und wie positioniere ich mich da im Markt. Wenn ich meine Strategie gemacht habe, muss ich darauf aufbauen, natürlich diese implementieren, also Marketing Operations, mein Leistungsangebot, meine Marke oder die Art und Weise, wie ich mein Produkt entweder digital oder analog an die Kunden. Und als dritten Block dahinter haben wir dann die Frage noch, wie messe ich denn eigentlich meine Ergebnisse? Wie kann ich rausbekommen, ob das, was ich vorher mir überlegt habe, letztendlich erfolgreich gewesen? Wie messe ich den Markterfolg? Und wie messe ich aber auch den Erfolg des Gesamtunternehmens? Und wenn wir uns dann überlegen, wie wir normalerweise da agieren, dann ist bei der Marketingstrategie hier ein Beispiel von Personas, da versuchen wir sehr, sehr kundenorientiert ranzugehen. Wir versuchen rauszufinden, wer sind unsere Zielgruppen, wer ist die Persona, der Hans, der wohnt in Bergisch Gladbach, ist Single, hat so und so viel Einkommen ungefähr, fährt einen Tesla oder was auch immer. Also da sehr, sehr kundenorientierter Ansatz. Wir wissen, wir glauben zu wissen, wer der Kunde ist. Bei der Implementierung auch noch stärker, hier als Beispiel alles, was man im Google-Netzwerk einstellen kann, dass ich versuche, welches Werbeumfeld, wer ist denn der Hans oder wo ist der Hans, Bergisch Gladbach, ich kann regional das Ganze einstellen, also habe ich auch sehr, sehr kundenorientierten Ansatz, den ich dort verfolge. Bei der Erfolgsmessung aber kommen wir auf einmal wieder weg von diesen kundenorientierten Sachen und versuchen sehr, sehr stark sowas wie, wie viele Leute sind auf unserer Webseite, wer sind neu da, wie viel Umsatz haben wir gemacht, ja, vielleicht auch sowas wie die Churn Rate, Click Rate und sonstiges und auch sowas, wenn wir bei Erfolg des Unternehmens angucken, dann haben wir sowas wie eine Price-Earnings-Ratio, die wir haben. Also zweimal sehr kundenorientiert. Und das dritte Mal bei der Erfolgsmessung sind wir dann auf einmal wieder transaktions- oder produktorientiert. Und das, wie ich jetzt hier versucht auch darzustellen, durch die Farben allein kann ja nicht funktionieren. Wie wollen wir denn kundenorientiert sein, wenn wir eigentlich, dass diese Kette nicht dementsprechend durchgeht? Was für Nachteile kann das denn letztendlich haben, wenn wir bei dem letzten nicht so kundenorientiert sind, wie wir es bei den ersten? Ja, zum einen, weil die Wertschöpfung mit dem Kunden, mit der Kundenbeziehung durch verschiedene Monetarisierungsmöglichkeiten, also verschiedene Produkte, verschiedene Dienstleistungen stattfinden und nicht nur die eine oder die andere. Und das ist auch die Denke, wie beispielsweise Amazon unterwegs ist und wie wir alle wissen, doch auch relativ erfolgreich unterwegs ist. Das ist jetzt zwar schon ein bisschen länger her, 2017, aber ich finde es ein gutes Beispiel, wie Amazon letztendlich tickt. Es war hier die Frage, dass vor einiger Zeit die ja schon mal mit Lebensmittellieferungen auf den Markt gekommen sind und sie wurden dann kritisiert, das kann ja gar nicht funktionieren, die Marge ist doch so gering mit Lebensmitteln. Und da hat der Herr Kleber, der Deutschlandchef damals und auch heute von Amazon gesagt, vielleicht interessiert uns das ja diese Marge im Lebensmittel alleine gar nicht so sehr, sondern wir sind viel mehr in dem Gesamtresultat der Beziehung mit dem Kunden interessiert. Da gehört Lebensmittel natürlich dazu, aber da gehört auch sowas wie Videoschauen, Weihnachtseinkäufe, Musik hören und so weiter und so fort mit dazu.
also als Buchhändler, wie wir alle wissen, angefangen, aber gleich schon immer sozusagen diesen Kundenbeziehungen, diese Ausweitung der Kundenbeziehungen, die durch die verschiedenen Monetarisierungsmöglichkeiten immer im Kopf gehabt. Das ist die eine Sache, die, wenn wir transaktions- und produktorientiert messen, zu Fehlern führen kann. Die zweite Sache ist, dass ja, wenn wir den Kunden gewonnen haben und diese verschiedenen Monetarisierungsmöglichkeiten versuchen hinzubekommen, ist ja so, dass diese meistens in der Zukunft liegen und nicht in der Periode, in der wir den Kunden gewinnen. In der Periode, in der wir den Kunden gewinnen, haben wir vielleicht die erste Transaktion, wir haben aber vor allen Dingen auch viele Akquisitionskosten und das Richtige, der richtige Spaß mit dem Kunden auch aus Unternehmenssicht, passiert ja erst in der Zukunft, wenn der Kunde erfolgreich gewonnen und dann auch vor allen Dingen gehalten wurde. Ja, als Beispiel hier im Versicherungsbereich, wo wir hohe Kundenakquisitionskosten in den Beginn haben, dann haben wir irgendwie eine Basisversicherung, die wir dann auch über die Zeit schaffen hinzubekommen und dann können wir darauf Cross-Selling, Upselling und so weiter beginnen. Also verschiedene Monetarisierungsmöglichkeiten, hier auch nochmal dargestellt, über die Zeit jetzt. Kai Peters hat das in seinem Science Talk Nummer 3 auch schon angedeutet, dass es auch wiederum in dem Sinne nicht neu ist. Er hat damals auch schon diesen Kundenlebenszyklus gezeigt, das ist ja auch ein alter Hut in dem Sinne, dass wir den Kunden entwickeln müssen und dementsprechend auch die Erfolgsmessung, die wir machen, dementsprechend auch über die Zeit anschauen müssen. Als dritter und letzter Grund erstmal ist, dass wenn wir wissen, woran es denn eigentlich liegt, dass wir erfolgreich sind oder nicht erfolgreich sind, hilft uns natürlich auch, unser Unternehmen zu managen. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, das ist ein konstruiertes Beispiel, aber trotzdem, wenn Sie sich anschauen, Unternehmen ABC in zwei Perioden, Periode 1 und Periode 2 und diese aggregierten Maßzahlen, die wir hier sehen, Cashflow pro Customer und so weiter, Anzahl der Kunden, Anfang der Periode und Ende Periode, wir sehen, dass sich alles sehr, sehr positiv entwickelt hat. Und jetzt aber die Frage, wenn man jetzt hier sagen würde, ist das Unternehmen erfolgreich gewesen, würden wir den Vertrag des Geschäftsführers verlängern, würde jeder sagen, ja klar, super, super Performance, lasst uns den Vertrag verlängern. Wenn wir aber dann in die Kundendynamik unten drunter anschauen, wie das eigentlich zustande gekommen ist, wenn wir uns schauen, dass die zwar auch mehr Kunden gewonnen haben, sehr gut, aber auch viel mehr Kunden verloren haben, 100 Kunden vor, jetzt 200 Kunden und dadurch natürlich auch die Churn Rate hochgegangen ist und die Kundenbindungsrate, die Retention Rate runtergegangen ist, sehen wir dann, dass sich letztendlich das auf dem ersten Blick so erfolgreiche Unternehmen gar nicht so erfolgreich entwickelt hat. Im Gegenteil, sie haben nämlich langfristigen Wert kaputt gemacht. Ja, der Kundenlebenswert hier ist von 56 Dollar oder Euro auf 47 runtergegangen und der Customer Equity, also Wert der kompletten Kundenbasis, ist auch untergegangen. Also vorher hätten wir noch gesagt, alles super, ja, wir verlängern den Vertrag. Hier unten haben wir ein bisschen große Fragezeichen, aber hier unten sehen wir auch, was die Probleme sind, nämlich die Kunden laufen uns weg. Und deswegen haben wir oben aggregiert, hatten wir das nicht festgestellt, weil wir nur die totale Anzahl der Kunden hatten. Aber unten haben wir genauer gesehen, wie die Dynamik eigentlich aussieht, dass die Kunden stark verloren gehen und dadurch Wert verloren geht. Deswegen, ich habe insgesamt drei Denkanstöße für Sie mitgebracht. Der erste ist Wertgenerierung. Wirklich kundenorientierte Unternehmen ist mit den heute etablierten Verfahren, die ich eben kurz vorgestellt habe, und Sie kennen sehr wahrscheinlich ganz viele andere auch, nicht oder wenn dann nur kaum messbar und widerspricht aus unserer Sicht einem wirklich kundenorientierten Ansatz. Also wir müssen da letztendlich was ändern. Und die Frage ist, was ändern können wir ändern? Das war ja die Subline des Titels heute. Nämlich, dass wir Kundenlebenswert, also Customer Lifetime Value und Customer Equity, CE, als Schlüsselwerkzeuge einer kundenzentrierten Unternehmensführung annehmen und auch letztendlich implementieren. Wie kann das Ganze aussehen? Na, vielleicht der eine oder andere kennt es schon, aber ich möchte erst einmal schematisch und dann kommen wir ja auch nochmal zu den Formeln, wie das Ganze letztendlich aussieht. Also zum einen Customer Equity, den Wert der Kundenbasis aller Kunden als Markterfolgsmaßnahmen. Und das kann sich dann wiederum aufteilen, einerseits in den Kundenlebenswert der derzeitigen Kunden und auch den Kundenlebenswert der zukünftigen Kunden. Und dann muss ich auf der anderen Seite hier Anzahl der Kunden überlegen, wie viele Kunden habe ich eigentlich heute? Das ist relativ einfach, das festzustellen, normalerweise. Und die Frage ist, wie viele Kunden werde ich denn eigentlich in der Zukunft gewinnen? Und dann ist das hier, wenn man sich überlegt, wo eigentlich die Zahlungsströme von den meisten Unternehmen, die operativen Zahlungsströme herkommen, dann ist das von den Kunden, dann habe ich damit letztendlich auch den Wert meines operativen Teils des Unternehmens abgebildet. Und da kommen wir nachher bei Unternehmenswerte nochmal dazu. Frage ist, was ist denn ein anderer Wertbestandteil? Aber hier habe ich den operativen Teil meines Unternehmens abgebildet.
Dann kann ich den Kunden Lebenswert auch wieder aufteilen. Einerseits die Zahlungsströme, aber die Umsätze pro Kunden, dann der Cost of Goods Sold, also was musste ich investieren, um diese Zahlungsströme letztendlich zu bekommen, um die Produkte beispielsweise herzustellen oder dann zu kaufen. Dann aber auch sowas wie die Kundenbindungsrate, Retention Rate, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde, der heute Kunde von mir ist, auch in der nächsten Periode auch noch Kunde von mir ist. Und dann die Frage, wie viel muss ich eigentlich ausgeben von der Marketingseite her, um A, den Kunden zu halten, Kundenbindungskosten, oder B, letztendlich den Kunden zu akquirieren, wenn es ein Neukunde ist. Und dann können wir als letzten Schritt überlegen, welche Maßnahmen, welche Aktivitäten gibt es eigentlich im Unternehmen und wie passen die zusammen mit diesen Treibern hier. Also zum Beispiel Kundenzufriedenheit steht unten. Frage ist, wenn ich 1 Million Euro in Kundenzufriedenheitserhöhung investiere, kann ich durchrechnen, was bedeutet das für meine Retention Rate beispielsweise, was bedeutet das für meinen Customer Lifetime Value und was bedeutet das für meinen Customer Equity. Und dieses Delta Customer Equity kann ich vergleichen mit der 1 Million Euro, die ich dafür investieren muss und kann dementsprechend sehen, ob mein ROI positiv ist. Und wenn ich dann verschiedene Maßnahmen habe, wo dieser ROI positiv ist, kann ich dementsprechend auch überlegen, in welche Maßnahmen soll ich investieren. Und rechts unten sehen Sie nochmal, was ich häufig immer höre, ist, dass mir Leute sagen, ja, wir haben, einerseits wollen wir auf Marktanteil gehen, um groß zu werden, auch Skaleneffekte zu realisieren. Und andererseits wollen wir halt Wert generieren, also werthaltige Kunden kommen, Profitabilität. Und das ist immer so, dass dann an diesen zwei Metriken stehen, Marktanteil und Profit oder sonst irgendwas. Und dann die Frage ist, nach welcher diesen beiden Zahlen optimiere ich denn das eigentlich oder treffe meine Entscheidung? Und wenn man sich diesen Framework hier auf der Folie sich anschaut, Customer Equity zieht beides mit ein. Einerseits werthaltige Kunden, Customer Lifetime Value, und andererseits sowas wie Marktanteil, Anzahl der Kunden. Und deswegen habe ich nicht mehr diese Entweder-Oder-Frage, sondern im Gegenteil, ich kann mir fragen, wie schaffe ich es, Wert zu generieren? Was ist denn jetzt, und Daniel hat mich das auch gefragt hier für den Science Talk, was sind jetzt denn eigentlich die Anforderungen, um das Ganze mehr ins Leben zu bringen oder auch wirklich durchzuführen, also um das Ganze zu operationalisieren? Kommen wir zum ersten Punkt, Definition als Wissenschaftler. Was ist das denn eigentlich nochmal sozusagen auch für viele, vielleicht als Erinnerung, vielleicht für manche auch neu. Also der Customer Lifetime Value, CLV, ist der Net Present Value, der Netto-Gegenwartswert oder der Netto-Barwert aller variablen Gewinne und Kosten im Zusammenhang mit einem Kunden. Also der Kunde Daniel Niesling, was bringt er mir denn eigentlich über die nächsten Jahre? Abzüglich der Kundenakquisitionskosten. Ja, oder in der Formel, also der E für Expected, der erwartete Kundenlebenswert, ist der Barwert, Present Value, PV, der Profite, die Daniel mit mir als Unternehmer macht, über die Zeit hinweg, über die Perioden hinweg, T. Und wenn ich Daniel neu akquiriere, muss ich die CAC, also die Customer Acquisition Cost, die Kundenakquisitionskosten abziehen. Und das kann, um das zu operationalisieren, haben wir relativ einfache Einnahmen. Man sagt, okay, die erwarteten Profite in der Periode T ist eine Kombination aus der Kundenbindung, also die Wahrscheinlichkeit P, dass der Kunde Daniel noch Kunde bei meinem Unternehmen ist in der Periode T, mal die Wahrscheinlichkeit, dass wenn er Kunde ist, wie viel würde er von mir ordern, wie viele Transaktionen macht er mit mir, mal der Wahrscheinlichkeit, okay, wenn er eine Transaktion macht, wie viel wird er denn dann ausgeben? Ist das ein Auto oder ist das, wenn wir im Lebensmittelbereich sind, wie sieht der Warenkorb aus, beispielsweise im E-Commerce-Bereich? Und dann mal die Marge, die mir dieser Einkauf letztendlich bringt. Und hier im Grau habe ich es nochmal dargestellt, das sind alles Modelle, die wir in der Marketingwissenschaft schon seit langer Zeit haben. Also alles, diese Operationalisierung, die ich hier dargestellt habe, ist in der Marketingwissenschaft schon etabliert, das können wir alles ausführen, das sollte alles kein Problem. Das war der Kundenlebenswert, Customer Lifetime Value. Der Customer Equity ist zum einen der Residual Lifetime Value, weil ich ja nicht die ganze Kundenlebenszeit anschaue, sondern mir nur anschaue, wo ist denn der Kunde jetzt eigentlich und wie viel Restlebenszeit habe ich aller Bestandskunden, plus dann das Ganze wieder der Customer Lifetime Value aller Kunden, die ich diese Periode akquiriere und auch in den nächsten Perioden letztendlich akquiriere. Und dann ist natürlich die Frage, okay, Thorsten hat gesagt, die ganzen Modelle haben wir schon. Die Frage ist ja, wie füttern wir diese Modelle? Woher kriegen wir denn letztendlich die Daten? Und da ist meine Aussage immer, jeder und wirklich jeder hat erstmal ausreichende Daten in ausreichender Qualität, um anzufangen. Ja, da muss ich ja wahrscheinlich am Anfang mit sehr, sehr viel Heuristiken anfangen. Das kann gut sein, wenn Sie Ihre Daten dementsprechend nicht genügend haben, aber das ist wenigstens schon mal ein Anfang. Ja, und wenn ich nämlich nicht anfange, werde ich auch nie wissen, was brauche ich denn eigentlich noch mehr und wie kann ich dann letztendlich die Daten, die ich benötige, in der Qualität, die ich benötige, dann erheben in Zukunft. Ja, wenn ich warte, bis ich irgendwann mal alle Daten habe und dann erst anfange, bin ich einfach viel zu spät. Um welche Daten geht es?
Es geht natürlich Daten auf Kundenlevel. Ich muss es erstmal schaffen, den einzelnen Kunden zu identifizieren. Das sollte normalerweise in dem Kaufverhalten in Ihrer Transaktionsdatenbank kein Problem sein, weil ich weiß, Kunde Thorsten Wiesel, Idee, Kundennummer so und so. Das kann ich relativ leicht rausfinden. Und das, was ich vorher gezeigt habe, die Modelle, dafür reichen diese Daten schon aus, um da erste Analysen zu fahren. Und dann wäre es natürlich sozusagen die zweite Stufe nett, wenn ich mehr über den Thorsten Wiesel oder den Daniel Niesing wüsste, indem ich beispielsweise weiß, okay, wie ist dein Surfverhalten auf der Webseite, wenn ich ihn identifiziere, welche Produktpräferenzen hat er, ist er zufrieden mit unseren Produkten und so weiter und so fort, weil ich dann mehr machen kann. Aber das Erste durch das Kaufverhalten und erste Analysen gehen auf jeden Fall dann schon für jeden. Deswegen mein zweiter Denkanstoß an Sie. Wer aus meiner Sicht ein CLV, Customer Equity Projekt, ablehnt, weil die vorhandenen Daten dies angeblich nicht hergeben, wird nie lernen, die erforderlichen Daten und deren Struktur am Ende doch zu generieren. Und aus meiner Sicht hat der oder diejenige dann letztendlich schon verloren, weil viele andere werden das machen und werden sie dann rechts und links dementsprechend überholen. Dann die nächste Frage. Okay, jetzt sagen wir, wir haben Modelle, sind alle da, Daten, wir können, der Wiesel hat gesagt, wir können schon mal anfangen, dann lass uns mal anfangen. Aber jetzt die Frage, wofür nehme ich das denn eigentlich? Wie kann ich damit mein Marketing steuern und wie kann ich letztendlich dann auch sogar mein ganzes Unternehmen dementsprechend steuern? Und das Ganze ist ein gewisses Phasenmodell natürlich. Ja, ich habe drei Phasen, die ich jetzt gleich darstelle, plus eine untergeordnete, eine Basis, nämlich, dass ich die ganze Organisation natürlich auch mitnehmen muss. Aber was sind die drei Phasen? Die erste ist in dem Sinne, erstmal einfach nur CLV zu messen, das, was ich Ihnen gezeigt habe mit den Modellen, und darüber Bericht zu erstatten. Das bringt ja nichts, wenn irgendwie fünf Leute im Unternehmen da ein bisschen rum CLVen und ein bisschen rummessen, sondern das muss natürlich auch in die Organisation getragen werden, was damit funktioniert, was passiert, wer sind unsere werthaltigen Kunden und so weiter und so fort. Also das ist die erste Phase, Messung und Berichterstattung. Wenn ich das gemacht habe, kann ich auch aufgrund dieser Modelle, die ich für die erste Phase benutzt habe, simulieren, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt eine Maßnahme tätige, eben in dem Beispiel zum Beispiel Erhöhung der Kundenzufriedenheit durch XYZ, was auch immer man dann dafür machen würde. Und welche Auswirkungen hat das dann auf den CLV, auf Customer Equity und dementsprechend auf mein ganzes Geschäft? Ist das eine werthaltige Maßnahme? Generiere ich damit Wert oder tue ich das nicht? Das ist der zweite Punkt. Und dann kann ich, entweder habe ich mehrere Maßnahmen, die ich dann, die alle werthaltig sind, dann kann ich mir überlegen, okay, welche sind die besten Maßnahmen? Jetzt ist es gerade. Dann versuche ich mal. Ja, dann ist die Frage, okay, welche dieser Maßnahmen letztendlich führe ich durch? Ja, also erster Schritt, Messung. Zweiter Schritt, Simulierung des Ganzen. Und dann der dritte Phasenschritt ist dann, dass ich dann auch die Maßnahmen durchführe. Und ich habe eben schon mal gesagt, es ist natürlich, weil das eine andere Denkart ist, es ist eine andere Art und Weise, das Unternehmen ranzugehen, das Unternehmen zu führen, eine andere Art von Messen und auch eine andere Art von Fähigkeiten, die ich dann, Fertigkeiten, die ich brauche, um das Ganze in die Tat umzusetzen. Das heißt, ich muss dafür natürlich auch meine Leute schulen und Leute mit auf den Weg nehmen. Ich werde das nicht order per Mufti überstülpen können, sondern ich muss die Leute mitnehmen auf den Weg. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Ja, also erste Phase war CLV Messung und Berichterstattung. Ja, was ich dann, wenn ich das gemacht habe, wenn ich CLV gemessen habe und dann Bericht erstatten kann, sehe ich Berichte wie diese hier beispielsweise. Links oben, ich kann mir anschauen, die verschiedenen Kohorten, die ich, also die Anzahl, die Kunden, die ich in 2015, 2017 und 2020 akquiriert habe, was war deren Kundenlebenswert und hat sich da strukturell über die Zeit irgendwas geändert? Ja, in dem Beispiel ist es alles relativ gleich. Das heißt, ich habe immer wieder gleich wertvolle Kunden. Ich habe nicht über die Zeit, beispielsweise um Marktanteile zu erhöhen, auch Kunden mit aufgenommen, die nicht sehr werthaltig für mich ein Unternehmen ist. Das wäre ein Zeichen, wenn auf einmal über die neueren, sagen wir 2020, wäre dann der Kundenwert unter 100 oder unter 80 oder was auch immer gefallen. Dann hätte ich sozusagen, um die Quantität beizuhalten, hätte ich mir irgendwann schlechtere Qualität eingekauft. Oder rechts oben, ein Vergleich zwischen dem Wert, der Kunde mir geliefert hat, zum Beispiel 139 oder 137, relativ zu den Akquisitionskosten, also die Kosten, die ich hatte, um diesen Kunden zu gewinnen. Und kann dementsprechend hier in einem sehr, sehr guten Beispiel natürlich dann auch ausrechnen, wie ist denn mein Marketing ROI für diese Akquisitionsmaßnahmen. Oder wenn ich ein bisschen runter, eine Ebene weiter runtergehen möchte in dem Sinne, hier links unten und rechts unten, dass ich mir schaue, wie sieht denn eigentlich die Kundenlebenswerte aus,
für die Kunden, die ich beispielsweise durch die verschiedenen Arten von Produkten gewonnen habe, ne, links unten, ne, die Kategorie des Erstkaufs, Produkt A oder E oder C auch immer, oder was auch immer. Oder aber rechts unten, wenn ich mir schaue, wie sieht das denn nach den Kanälen aus? Also hier beispielsweise offline, online, interessanterweise der Offline-Kanal bei dem Beispiel viel besser als der Online-Kanal. Und wenn ich das schon mal weiß als Berichterstattung, dann kann ich schon erste, habe ich erste Einsichten schon mal und kann auch erste eventuell andere Maßnahmen schon mal tätigen. Oder dann in den nächsten Schritt gehen und mir überlegen, Fanny, machst du noch einmal weiter bitte? Wie? Nämlich andere Maßnahmen simulieren und deren Auswirkungen aufs Geschäft simulieren. Ich habe bei Dimetrics gesehen, dass einer der Kunden, ist egal, einer der Kunden letztendlich 1. FC Köln ist. Ich weiß nicht, ob jemand vom Vertreter vom 1. FC Köln dabei ist, aber ich habe einfach mal hier das Beispiel genommen, was ist denn, wenn ich als Maßnahme einführen möchte, die Erhöhung des Preises der Stadionwurst um 2 Euro und mir dann fragen muss, ist das eine gute Idee, ja oder nein. Wenn ich mir dann das Ganze anschaue, die Simulierung aufgrund von dem Kundenlebenswert, dann kann ich anschauen, ja, die 2 Euro mehr geben mir natürlich ein bisschen mehr bei dem Transaktionswert. Ja, weil ich dadurch natürlich, was es kostet, wo es heutzutage, ich weiß gar nicht, 2,50 Euro, dann natürlich extreme Erhöhung, 4,50 Euro. Das gibt mir natürlich, ja, hier in grün dargestellt, mehr Transaktionswert. Dementsprechend der auch der Kundenlebenswert müsste hochgehen, wenn alles andere gleich blieb. Es bleibt aber sehr wahrscheinlich alles andere gleich, das hier mit dem rot schaffierten dargestellt bei der Retention. Weil es gibt den einen oder anderen, der dann vielleicht keine Wurst mehr kauft, aber es gibt auch den einen oder anderen, der sagt, ey, das ist Wucher, da habe ich gar keine Lust mehr in das Stadion zu gehen. Ja, und deswegen kauft er auch kein Ticket mehr und deswegen geht die Retention geht runter, die Churn geht hoch und dementsprechend hier wird Wert kaputt gemacht, ja, rot dargestellt und was man dann ganz am Ende sieht, nämlich, dass der Kundenlebenswert geringer ist als der Kundenlebenswert am Anfang. Also diese Maßnahme ist nicht vorteilhaft. Vorteilhaft an dieser Analyse ist aber, dass ich diese ganzheitliche Sicht habe. Ja, wenn ich vorher, wenn ich nicht diese Analyse gemacht hätte, ich überlegt, 2 Euro Stadionwurst, ah, das kann ein bisschen mehr Umsatz geben, vielleicht verliere ich aber den einen oder anderen Kunden, ich weiß es nicht genau. Und dann müsste aus diesen beiden Metriken isoliert betrachtet werden, was mache ich denn jetzt? Hier in der CLV-Betrachtung werden diese Metriken zusammengenommen, eine ganzheitliche Sicht des Kunden und dann eine Entscheidung getroffen, generiere ich Wert oder mache ich zerstöre ich dann Wert dementsprechend. Jetzt an dem Punkt möchten wir Sie gerne nochmal involvieren, eine kleine Umfrage, nämlich die Frage, wie weit sind Sie denn in Ihrer Organisation? Messen Sie bereits einzelne Komponenten des Customer Lifetime Value, sowas wie Umsatz pro Kunde, sowas wie Kundenbindungsrate, sowas wie, was hat der Kunde Daniel Leasing für den Warenkorb? Das ist, wenn Sie das machen und auch nur das, dann würden Sie gleich bei der Umfrage bitte dann dort klicken. Oder aber Sie sind schon in der ersten Phase von dem Modell, was ich eben gezeigt habe, nämlich, dass Sie schon den Customer Lifetime Value berechnen und auch eventuell den Customer Equity, aber den Customer Lifetime Value berechnen und darüber berichten. Oder aber bei 3, ja, wir machen das und wir simulieren schon die Auswirkungen von kundenorientierten Maßnahmen auf den Customer Lifetime und Customer Equity. Oder die letzte Stufe, was ich eben gesagt habe, wir allokieren unsere Ressourcen und entscheiden aufgrund dieser Berechnung und Simulation. Und das würden wir gerne jetzt mal wissen, wie weit Sie letztendlich in Ihrer Organisation sind. Wir können weitermachen, Daniel. Ja, ich denke, die Zeit reicht. Genau. Ich glaube, das Ergebnis ist auch repräsentativ. Es gibt eine Studie von Bain, die sagen, dass ungefähr 13-14% der Unternehmen letztendlich die Kundenlebenswert, also Customer Lifetime Value, berechnen. Da sind wir hier bei 16%.
Und die 36%, das sind sozusagen welche, die schon sehr weit sind. Ja. Ich habe vor kurzem auch mit einem Händler gesprochen, der meinte, ja, er hat das schon häufig gesehen, eine Berechnung von CLV und so diese Berichte darüber gesehen, aber noch nie, was man damit eigentlich macht. Also die sind zwar auf dieser Stufe, wir berechnen den CLV und berichten intern darüber, aber die nächste Stufe, dass man dann damit was macht, auch so, das sehen wir hier ja auch bei uns in der Umfrage, dass das noch gar nicht so viele Unternehmen machen. Ja, also da ist noch viel Potenzial nach oben und wir hoffen natürlich, ich hoffe natürlich durch diesen Talk hier, wir da irgendwann, wenn wir das in einem Jahr wieder machen würden, viel mehr Leute dann bei der Phase 2 und 3 tatsächlich rauskommen. Dankeschön dafür, dann können wir weiter wieder zu den Folien gehen. Also der dritte Denkanstoß ist, CLV und Customer Equity konkret in Marketingunternehmenssteuern einzusetzen und damit das Unternehmen wirklich kundenorientiert zu führen, ist wirklich ein Weg. Ich habe das gerade mit der Phase gezeigt, aber es ist wichtig, oder mit dem Phasenmodell gezeigt, es ist wichtig, sich auf den Weg zu machen, wo man natürlich dann auch für die Organisation wirklich mitnehmen muss, transformieren muss, weil das ist ein anderes Denkmodell auch. Und da können wir nachher nochmal über die Anreize für Mitarbeiter letztendlich sprechen. Aber es ist ein Weg, auf den sie sich machen sollten, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, weil andere, auch gerade in der Startup-Szene, die machen sich auf den Weg. Die sind sehr, sehr kundenorientiert und messen das alles auch schon. Also diesen Weg sollte man dann wirklich auch gehen. Jetzt nochmal die Frage, ja, das war jetzt alles vielleicht theoretisch ganz schön, waren ein paar illustrative Beispiele, auch Beispiele, die wir auch schon auch mit Unternehmen zusammen gemacht haben. Aber vielleicht jetzt auch nochmal zwei Anwendungsbeispiele, die ich hier mitgebracht habe, die auch in diese Richtung schon gehen, wie man das Ganze machen kann. Das erste ist was mit Kundenakquisition zu tun hat. Ja, wir haben ein Kundenakquisitionsmodell gebaut, Acquire It haben wir das genannt. Wir wissen, die wollen alle neue Kunden akquirieren. Was sie wissen über ihre Neukunden ist, dass sie so gut wie nichts wissen. Ja, wenn ein neuer Kunde in Ihren Laden kommt beispielsweise oder auf Ihre Webseite oder sonst irgendwas macht, dann wissen Sie normalerweise, wenn Sie nicht eine gewisse Historie haben, normalerweise wissen Sie nicht sehr viel über den. Ja, der kommt an und Sie müssen überlegen, was mache ich jetzt? Wie viel Geld gebe ich beispielsweise aus oder wie viele Ressourcen stecke ich ein, um diesen Kunden letztendlich zu gewinnen? Was Sie aber wissen, ist viel über Ihre Bestandskunden. Ja, sehr wahrscheinlich. Da haben Sie viel, zumindest viele Möglichkeiten, viel darüber zu wissen. Und die Frage ist, wie kriegt man jetzt hin, dass man von den Bestandskunden auf die Neukunden ja, was transferieren kann, das Wissen transferieren kann und dadurch sagen kann, okay, wie viel Ressourcen möchte ich eigentlich in die Neukundenakquisition reinstecken? Als Beispiel hier. Sagen, machst du noch einmal vor? Ja. Ja. Wir haben das Ganze auch gemacht mit einem neuronalen Netz, basierend auf den Bestandskunden, versuchen Aussagen über die Neukunden zu machen, über die Kunden, die neu akquiriert werden wollen. Was Sie hier sehen, ist zwei Sachen. Ja, einmal diese Kurven, die bunten Kurven, also beispielsweise die orangene, wenn Sie sehen, dass es mehr nach oben ausschlägt, oder hier auf dem Bild nach rechts ausschlägt, dann ist das der Customer Lifetime Value. In dem orangenen beispielsweise 80 und im roten Beispiel 40 Euro. Was Sie aber hier auch noch sehen, ist, wie wahrscheinlich ist denn dieser Wert? Also wir haben eine gewisse Unsicherheit noch mit dabei, die sich dadurch auszeigt, wie die Kurven nach oben oder nach unten sind. Ja, Sie sehen, dass die orangene Kurve enger ist, deswegen ist da die Unsicherheit geringer, deswegen hier nur plus minus 10 Euro. Und bei der roten Kurve ist es weiter. Ja, also die Vorhersagewahrscheinlichkeit ist ein bisschen unsicherer, deswegen hier plus minus 20 Euro. Und diese Information, einerseits der Kundenlebenswert und auch diese Unsicherheit, können Sie jetzt benutzen, Daniel? Jawohl. Um Ihr Marketingbudget zu allokieren. Ja, hier haben wir die Annahme getroffen, 50% des Kundenlebenswert kann ich dafür benutzen, um meinen Kunden zu akquirieren, also als Kundenakquisitionskosten auszugeben. Das heißt, dann habe ich immer noch eine ROI von 100%. Und dementsprechend sehe ich, dass bei dem Kunden mit 80 Euro prognostizierten CLV ich maximal 40 Euro ausgeben sollte, um immer noch sehr, sehr guten ROI zu haben. Und bei den anderen dementsprechend. Und ich sehe aber auch, dass wenn ich einen Kunden habe, der mir nicht viel bringt, wie dieser 5-Euro-Kunde und dann auch eine gewisse Unsicherheit, dann sollte ich da lieber die Finger von lassen und ihm gar kein Budget für ihn aufnehmen. Ja, das ist ein Beispiel, was wir implementiert haben. Ein Unternehmen, das das so ähnlich macht, ein spanisches Unternehmen, hat das auch gemacht und letztendlich resultierte es zum einen dafür, dass ihre Kundengewinnung sich verdoppelt hat, zu halbierten Akquisitionskosten. Und das war ein Startup, das heißt, da war es so, dass das Akquisitionsteam auch dann noch, weil das Ganze automatisiert wurde, sehr sich verkleinert hat und dementsprechend sehr effizient. Das letzte Beispiel ist Unternehmensbewertung.
habe ich ganz am Anfang schon mal, bin ich kurz darauf eingegangen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen mitbekommen hat, gerade ganz aktuell geht es ja um Zooplus, die an der Börse notiert sind. Online Heimtierbedarf, also 100% online Fressnapf ist beispielsweise ein großer Konkurrent, der ja offline vor allen Dingen und ein bisschen online. Und Zooplus ist, wie gesagt, an der Börse notiert. Sie sehen hier, Anfang August ging auf einmal der Aktienkurs sehr hoch. Woran lag das? Das lag zum einen, dass ein Private Equity Investor ein freiwilliges Übernahmeangebot abgeben möchte, zusammen mit Zooplus. Die sind in Gesprächen, das ist eine strategische Partnerschaft, die die angehen wollen, und Zooplus von der Börse runterholen wollen. Das Angebot war 390 Euro je Zooplus-Aktie. Deswegen sehen Sie hier, dass der Aktienkurs von 270, 275 ungefähr auf 390 Euro hochgegangen ist. Das war jetzt vor ungefähr einem Monat. Was ist danach passiert? Anfang September war auf einmal ein zweiter Private Equity Investor, nämlich EQT, hat zumindest gesagt, hat noch kein Angebot abgegeben, aber zumindest gesagt, dass sie sich auch Zooplus anschauen wollen, weil sie eventuell auch in diesen Bieterkampf einsteigen wollen. Und deswegen ist die Aktie auch schon wieder hochgegangen, weil man natürlich, wenn es Bieterkampf ist, dann geht es nicht weniger als die 390 Euro. Dann ist wiederum ein paar Tage später passiert, dass KKR ein weiterer Finanzinvestor eingestiegen ist, nämlich am 7. September letzte Woche. Auch wollte auch Gespräche mit Zooplus durchführen. Wir haben gerade heute gesehen oder gestern, ich habe die Folien gestern gemacht, das heißt gestern Mittag hat man gemerkt, dass ist KKR wieder zurückgegangen, also deswegen ist die Folie leider nicht mehr ganz aktuell. Aber was trotzdem auch passiert, warum KKR vor allen Dingen auch zurückgezogen hat, ist, weil nämlich der erste Private Equity Investor, Hellmann und Friedmann, hat sein Angebot von 390 um 70 Euro erhöht auf 460 Euro. Das heißt, die hat das Angebot erhöht. Eine Bewertung, die da implizit dahinter steht, ist ungefähr 3,3 Milliarden Euro für Zooplus als gesamtes Unternehmen. Gestern Morgen, ich glaube jetzt im Laufe des Tages gestern, weil sich KKR zurückgezogen hat, ist der Aktienkurs ein bisschen runtergegangen, aber gestern Morgen war der Aktienkurs bei 481 Euro. Das heißt ungefähr eine Bewertung von 3,5 Milliarden Euro. So, warum zeige ich Ihnen das? Ja, Zooplus ist ein Unternehmen, 100% digital, hat extrem viele Kunden, hat ganz wenige Finanzverbindlichkeiten und hat eigentlich operatives Vermögen, ist 100% alles, was mit den Kunden zusammenhängt. Und es ist ein Unternehmen, die sehr, sehr viele Informationen über ihre Kunden in ihren Finanzberichterstattungen letztendlich darstellt. Und wir haben diese Informationen genommen mit den Modellen, die ich Ihnen vorher beschrieben habe. Keine internen Daten, sondern nur externe Daten genommen, um dann letztendlich rauszubeschwingen, was ist denn der Wert der Kunden was? Und die Dynamik, die Kundendynamik innerhalb des Unternehmens Zooplus darzustellen und dann dementsprechend auf den Wert eines einzelnen Kunden und der Kundenbasis zu schließen. Ja, das können wir machen, wie wir es eben gezeigt haben, der Netzwert der derzeitigen Kunden und der Wert der zukünftigen Kunden. Und wenn man dann die Informationen nimmt, in die Modelle reinsteckt, dann kommen wir einerseits für die derzeitigen Kunden auf einen Wert von ungefähr 300 bis 700 Millionen Euro. Abhängig davon, wie Sie sehen, bei Restbindungszeit derzeitiger Kunden, was man glaubt, wie lange, also was das Modell dann dementsprechend sagt, wie lange die Kunden bleiben. Interessanter, weil viel mehr Wertbeitrag drin ist, ist im Wert der zukünftigen Kunden. Das ist übrigens ja auch immer so bei jeder Unternehmensbewertung, dass die Zukunft natürlich eine große Rolle spielt. Und hier sehen Sie, abhängig davon von Anzahl zukünftiger Kunden, 16 bis 34 Millionen, dass der Wert der zukünftigen Kunden irgendwas zwischen 1,8 und 3,7 Milliarden Euro liegt und dementsprechend der Wert der Kundenbasis, also der Wert des operativen Unternehmens und dementsprechend, weil nicht viele bis gar keine nicht operative Wertgegenstände da sind, der Wert des gesamten Unternehmens bei 2,1 bis 4,4 Milliarden Euro steht. Das ist immer noch eine große Spannbreite, aber Sie sehen die Werte 3,3 Millionen, das aktuelle Angebot, oder 3,5, der Wert von gestern Morgen, liegt irgendwo zwischen da drin. Aber was man jetzt als Investor, als Führungskraft machen kann, ist, man geht natürlich rein in die Modelle, überlegt sich, ja, wenn diese 3,3 Bestand haben sollen, wie viel zukünftige Neukunden müsste denn eigentlich Zooplus gewinnen, damit das realistisch ist? Oder wie hoch bei einer gewissen festen Anzahl von zukünftigen Kunden, wie hoch müsste denn eigentlich der Customer Lifetime eines Kunden sein? Und diese ganzen Analysen kann ich als Investor oder als Führungskraft dann natürlich tätigen. Komme ich schon zusammenfassen. Also das Erste ist, wenn ein Unternehmen wirklich kundenorientiert geführt werden sollte, sollte auch die Maßnahmenplanung, die Erfolgsmessung vor allen Dingen kundenorientiert sein. Und auch das Anreizsystem, aber da können wir nachher darüber diskutieren. Also das Ganze soll auf dem Customer Lifetime Value und dem Wert des Kundenstamm Customer Equity basieren. Auf der anderen Seite war der zweite Denkanstoß, wer ein CLV und ein Customer Equity Projekt ablehnt, weil er glaubt, die Daten nicht zu haben oder nicht in der guten Qualität,
hat aus meiner Sicht schon verloren und wird rechts oder links überholt. Denn das Ganze ist ein Weg. Ich muss mich, um wirklich kundenorientiert mein Unternehmen zu führen und nicht das Ganze nur zu sagen, ich bin kundenorientiert, muss ich mich auf den Weg machen und muss einerseits dann auch natürlich die Organisation transformieren. Was können Sie dann morgen letztendlich oder heute vielleicht sogar schon noch machen? Profitieren, überlegen Sie, wie profitabel sind eigentlich Ihre Kunden? Einschließlich die natürlichen Kosten, nicht nur Umsätze, sondern auch die Kosten dazu. Wie viel müssen Sie aufbringen, die CACs, die Customer Acquisition Cost, eventuell nach Kanälen, um die Kunden zu akquirieren? Und dann dementsprechend zu sehen, wie sind denn eigentlich Ihre ROIs? Ist das gut, ist das nicht so gut? Schaffen Sie es, für die Kosten, die Sie haben, um die Kunden zu akquirieren, auch wirklich dann diese auch wieder zurückzu bekommen? Ja, und fangen Sie um Gottes Willen endlich an, Ihr Unternehmen wirklich kundenorientiert zu führen und nicht einfach nur zu sagen. Und die letzte Folie quasi ist, die nehme ich mir auch wieder von einem Science Talk von Jörg Niesing. Da ging es ja um digitale Transformation des Unternehmens, also digital. Und da meinte er, machen Sie nicht nur einen digitalen Lipstick und einen Legacy Pick. Ja, also verschönern Sie sich, schreiben Sie nicht nur an, wir sind digital, aber das ganze Unternehmen dahinter ist nicht digital. Und machen Sie nicht denselben Fehler hier, dass Sie einen Lippenstift, der mit dem Masker, wir sind kundenorientiert, irgendwie auf das Unternehmen drauf gemacht wird, aber eigentlich das ganze Unternehmen immer noch sehr, sehr produkt- und transaktionsbasiert geführt wird. Das wird nicht erfolgreich sein. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Fragen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Thorsten, für den spannenden Vortrag. Es sind auch schon die ersten Fragen im Panel eingegangen, insbesondere zum Thema Berechnung Customer Equity. Die würde ich auch gleich mit einweben wollen. Ich habe nämlich in der Tat auch ein, zwei Fragen zu dem Thema, wie berechne ich das Ganze. Vorher noch der Hinweis, weil ich habe mitbekommen, dass es zwischendurch digitale Handzeichen gab. Also wenn es da noch Redebeiträge oder Fragen gibt, einfach das Panel nutzen, dann nehmen wir die entsprechend mit auf. Thorsten, ich würde mal mit einer ganz leichten Frage anfangen wollen. Oder vielleicht ist sie gar nicht so leicht, aber zumindest kann man sie mit Ja oder Nein beantworten. Wenn ich deinen Ausführungen folge, würde das ja bedeuten, dass du die These bejahst, in einen Kunden, der zukünftig keinen Wert mehr generiert, investiere ich keinen Euro im Marketing. Würdest du das so unterschreiben? Ja. Aber, als Wissenschaftler muss ich immer das Aber dahinter sagen. Also grundsätzlich ja. Wenn der keinen Wert mehr generiert im Sinne von Transaktionen, wenn ich nur das betrachte, dann bringt es erstmal nichts, letztendlich in diesen Kunden zu investieren. Aber es gibt natürlich Kunden, die vielleicht keinen Umsatz mehr mit mir machen, aber, und da haben wir in der Literatur auch Ansätze für, die ich jetzt hier nicht mit aufgeführt habe, die natürlich andere Kunden wieder gewinnen. Also typische Word of Mouth. Da gibt es auch Möglichkeiten, sowas als Wertbeitrag zu bestimmen. Und dann auch mit dazu zu nehmen zu dem Wert des Kunden, der dann vielleicht keine Transaktionen mehr mit mir führt, aber es auf der einen Seite neue Kunden heranbringt oder aber auch, wenn wir im Sinne von Co-Creation uns überlegen, der uns natürlich auch helfen kann in der Produktweiterentwicklung, der Serviceweiterentwicklung und so weiter. Die meisten CLV-Modelle sind sehr, sehr stark nur Transaktions- und Monetarisierungsmöglichkeiten fokussiert. Wenn ich aber auch weiß, dass Kunden auch andere Wertbeiträge mir liefern, die über die Transaktion, die verschiedenen Monetarisierungsmöglichkeiten hinausgehen, und ich weiß, dass da eine große Kundenbasis die diese Werte haben und die auch dann mir als Unternehmen gefährlich werden können, dann müsste ich meine CLV-Berechnung oder meine Kundenlebenswertberechnung erweitern. Und da gibt es auch Modelle für. Okay. Deswegen ja, nein, sondern ja, aber. Ja, aber wieso haben diese Modelle oder wieso hast du diese Modelle jetzt nicht in den Fokus des Beitrags gestellt? Weil ich würde ja sagen, wenn ich nur transaktionsorientiert drauf schaue, dann bin ich ein bisschen vorsintflutlich, weil gerade in Zeiten von Social Media hat das Thema Recommendation und Influencing ja eine ganz entscheidende Bedeutung und kann natürlich auch Werte vernichten. Wieso, sage ich mal, hat das in der Formelwelt noch keinen Niederschlag gefunden, dass genau diese Themen, ich nenne es jetzt mal die weichen Faktoren, da entsprechend Berücksichtigung finden und nach wie vor sehr transaktionsorientiert darauf geschaut wird? Weil es in der Formelwelt hätten wir das. Das ist kein Thema. Da gibt es Ansätze dafür. Aber die Frage ist, haben wir eben ja auch gesehen, dass wir ja erstmal den ersten Schritt vor dem zweiten machen sollen. Also wenn wir erstmal den Kunden und die Transaktion, die ich mit dem Kunden habe, richtig schaffe, über die Zeit, über verschiedene Produkte, also verschiedene Monetarisierungsmöglichkeiten hinweg zu bestimmen, dann haben wir den ersten Schritt gemacht. Wenn wir das gemacht haben, wenn wir dieses Phasenmodell, was ich gesagt habe, dafür schon mal hinbekommen haben, dann können wir sozusagen eine zweite Layer in diesen Phasenmodell mit reinbringen, dass wir dann auch noch weitere Wertbeiträge mit einbeziehen. Ja, das wäre aber sozusagen aus meiner Sicht zumindest erstmal, dass wir den siebten Schritt vor dem ersten machen.
Das können wir gerne machen, weil Möglichkeiten, Formeln und so weiter, das haben wir alles da. Aber vielleicht sollten wir vorne beginnen. Okay, da würde ich zum Thema Formeln nochmal ins Fragenpanel schauen. Da gab es nämlich ein, zwei Fragen schon zu dem Thema. Und die eine lautet, sollten in Customer Equity auch Kosten für Post-Sales, zum Beispiel Customer Success, Customer Support, reflektiert werden? Ja, die sind ja auch im Customer Lifetime Value ja auch mit drin. Also wenn ich dann, ich würde es dann entweder bei den Marketingausgaben, ich habe die jetzt schematisch nur in Anführungszeichen als Bindungsausgaben und Akquisitionsausgaben dargestellt oder auf der Tonspur. Aber bei den Bindungsausgaben sind solche Dinge ja dann auch mit drin. Ja, dass ich, wenn ich den Kunden binde, heißt ja nicht nur, dass ich ihn binde durch eine Loyalty Card, ja, die Kosten dieser Loyalty Card drin habe, sondern ich binde ihn auch durch meinen Kundenservice beispielsweise. Ja, also diese Daten, die dann auch wiederum auch nicht zu einfach sind zu erheben natürlich, aber die würden da, sag mal erstmal, theoretisch mit drin sein. Aber klar, die gehören dazu, diese Beziehung. Wenn ich den Kunden nicht hätte, hätte ich die Kosten auch nicht normalerweise. Deswegen muss ich es ja auch bestimmen. Zum Thema Formel gab es in der Tat noch eine zweite Frage, nämlich das Thema die Berücksichtigung der noch zu akquirierenden Kunden im Customer Equity. Man müsste ja eigentlich auch darauf schauen, wie groß ist das Marktpotenzial, also wie groß der adressierbare Markt ist und wie viel davon noch gewonnen werden können. Das ist sehr dynamisch. Wie sollte sowas ermittelt werden? Ja, also zum einen habe ich natürlich das Marktpotenzial, wenn wir mal in dem Sinne klein denken, in Deutschland, dann weiß ich, wenn ich Lebensmittelhändler bin oder sonst irgendwie, weiß ich natürlich, wie viele Haushalte in Deutschland es gibt oder auch wie viele Menschen in Deutschland sind. Und dann würde das erstmal als einfache Heuristik sozusagen der absolute Marktpotenzial sein. Wenn ich jemand bin, der alle diese Gruppe dann als Zielgruppe ansieht. Und dann muss ich überlegen, wie viele Kunden habe ich. Ich kann auch herausfinden, wie viele Kunden haben meine Wettbewerber und kann dementsprechend halt Modelle dahinterlegen. Wir haben auch sowas wie BAS-Modelle sonst irgendwie. Also es gibt diese Modelle alles, wo ich dann sagen kann, ich habe ein Ceiling auf Neudeutsch, also ich habe irgendwie oben, das ist das Marktpotenzial und ich kann stimmen aufgrund der Tatsache, wo ich stehe und eventuell auch, wo meine Wettbewerber stehen, wo bin ich da und wie viele Kunden kann ich akquirieren. Also erstmal ja, dieses Marktpotenzial muss mit einberechnet werden, ist aber in diesem Modell mit drin. Okay. Dann gab es noch aus meiner Sicht eine spannende Frage zum Thema Verknüpfung von Kampagneneffekten und den Einfluss auf den CRV. Konkret lautet die Frage, wie kann man den Effekt von kampagnenspezifischen ROIs auf den CLV messen, um anschließend auch Aussagen darüber treffen zu können, welche Kampagnen wirklich Einfluss auf den CLV haben, im positiven wie auch im negativen Sinne. Gibt es dafür Ansätze? Ja, also zum einen, wenn ich es noch nie geschafft habe, meine Kampagnen dementsprechend runterzurechnen auf einzelne Kundengruppen, dann wird es erstmal schwierig und kann erstmal mit einer gewissen Heuristik anfangen, nämlich durch das ganze Wissen, was wir alle über die Zeit angehäuft haben. Ne? Das ist dann doch das Bauchgefühl, aber das kann ich quantifizieren für die Modelle. Das heißt, wenn ich Kampagne X mache, was denke ich, wird passieren mit den einzelnen Treiber meines Kundenlebenswertes? Also, wenn ich Kampagne ABC mache, wie viel mehr Kunden habe ich in der Vergangenheit letztendlich dadurch gewonnen? Und ich kann das erstmal nur sagen, dass ich es schaffe, 10% mehr Kunden zu gewinnen, als ich bisher immer gewonnen habe. Ne? Eine ganz einfache Heuristik, basierend auf das Bauchgefühl, aber dadurch kann ich damit anfangen. Der nächste Schritt wäre dann wiederum, weil ich sage, okay, ich versuche jetzt mal zu tracken, wenn ich die Kampagne mache, wie, und das gibt es ja schon auf Webseiten, da ne, gibt es immer wieder, wo haben sie und wie haben sie uns kennengelernt und so weiter und so fort. Und wenn ich diese Verbindung hinbekomme und ich, da muss man natürlich aufpassen, dass ich es auseinanderrechnen kann, dass ich nicht noch viele andere Sachen gleichzeitig gemacht habe. Wenn ich diese Verbindung hinbekomme, dann kann ich diesen Wert nehmen und diese 10%, die ich eben gesagt habe, nämlich genauer machen, weil ich nämlich meine eigenen Daten zur Verfügung habe. Und so weiter und so fort. Das kann ich für verschiedene Kampagnen machen. Also ich würde auch wieder anfangen mit einer, oder ich kann anfangen mit einer ganz einfachen Heuristik. Wir setzen uns zusammen mit Experten und machen erstmal eine Einschätzung. Und ich versuche dann über die Zeit, diese Einschätzung mit meinen eigenen Daten, mit meinen eigenen Kampagnen zu verbessern. Und das ist das, was ich eben meine. Das kann jeder anfangen. Aber ich muss dann auch einen Weg haben, wo ich dann irgendwann dieses Bauchgefühl wegbekomme und dann das Ganze auch datengetrieben mache. Ist ein ganz guter Anknüpfungspunkt für mich auch, jetzt so ein bisschen aus der Praxis sprechend.
Du sagst, es kann jeder anfangen und jeder muss auch anfangen, sonst wird er rechts und links überholt. Wir von der Matrix stehen ja auch dafür ein, dass man sagt, kundenzentriert denken, kundenwertorientiert denken und entsprechend auch das Marketing aussteuern. Aber wir erleben halt auch immer wieder, dass, sage ich mal, gerade etablierte Unternehmen, und das zeigt ja auch die Befragung und deine Aussagen, wo du auch ein, zwei Mal sagtest, ja, Startups, die bauen das so auf von null auf kommen sozusagen und haben die Möglichkeiten auch direkt kundenwertorientiert da reinzugehen. Wie sieht es aber bei etablierten Unternehmen aus? Also hast du da ganz konkrete Hinweise, wie man diesen Prozess steuert oder wie man da Schritt für Schritt rangeht? Du hattest Heuristiken erwähnt, aber was bedeutet das konkret? Weil wenn ich mich an meine Zeit auf Unternehmensseite erinnere, wenn ich da zu meinem Chef gegangen bin und sage, wir machen jetzt mal kundenorientiert, ja, und alle Kunden, die keinen Wert bringen, die adressieren wir nicht mehr. Und ich kann das zwar noch nicht aus den Daten herleiten, aber wir fangen mal mit Heuristiken an. Ich glaube, der wird mich wieder rausschicken. Hast du da eine konkrete Empfehlung, also ganz konkret, wie man sagt, okay, der erste Schritt ist vielleicht so, der zweite so und dann sukzessive weiter aufbauen, bis man die Daten für eine vollständige CLV oder Customer Equity Orientierung dann zusammen hat? Ja, also es ist natürlich nicht gleich sagen, wir machen jetzt alles anders und alles wird besser, ne? Sondern wir machen jetzt ein Projekt, kurz davor das Projekt zu machen mit einem großen Händler, wo wir eigentlich dieses Phasenmodell durchgehen, wo wir sagen, okay, ihr habt schon ganz viel, ihr macht ganz viel, ihr seid datengetrieben, aber ihr macht noch nicht den CLV. Also gucken wir mal in eure Daten und das, was ihr macht, und wir berechnen basierend auf dieser Daten den CLV. Und dann schauen wir, ob eure Kundensegmentierung, die ihr aufgrund von anderen Kennzahlen beispielsweise gemacht habt, zu einem anderen Ergebnissen kommen, als wir eine CLV-basierte Segmentierung beispielsweise machen. Um dann auch zu sehen, warum gibt es denn eigentlich die Unterschiede? Was ist denn das Problem? Ne? Was ist denn mit den bisherigen Metriken nicht abgebildet worden, als das, was wir mit dem Customer Lifetime Value abbilden. Also zum Beispiel diese Interaktion zwischen verschiedenen bisherigen Metriken, diese Langfristigkeit und so weiter. Und das ist wichtig, glaube ich, dass man erstmal Schritt für Schritt anfängt und den Kunden für euch, den Partner für uns auch mitnimmt und sagt, okay, das sind die Unterschiede in diesen Metriken und das ist dann letztendlich auch, was vielleicht besser ist, vielleicht aber auch nicht ganz so gut ist, weil das andere eventuell noch einfacher ist. Also nochmal, dieses Phasenmodell anzufangen, erstmal den CLV zu berechnen und den Kunden dann mitzunehmen, sagen, das ist das, was wir jetzt basierend auf dem CLV machen würden. Das ist das, was ihr eventuell basierend auf euren Metriken machen würden. Warum gibt es diese Unterschiede und was bringen diese Unterschiede dann letztendlich für das Geschäft? Okay. Ich habe nochmal eine Frage zu dem Thema. Du hattest gesagt in der Formel, alle Gewinne und Kosten im Zusammenhang mit einem Kunden. So, jetzt gibt es natürlich variable Bestandteile, die ich sehr gut runterschlüsseln kann auf die Kunden, gerade auch aus Marketing kommt, aber es gibt natürlich auch fixe Bestandteile. Ich würde die Behauptung aufstellen, dass wenige Unternehmen und ich sage mal, dein Forschungsgebiet ist ja auch so ein bisschen Richtung Finance ausgerichtet. Wie kriege ich idealerweise Finance auch dazu, mit mir in diesem Punkt zusammenzuarbeiten, dass ich auch Fixkosten wie Personalkosten dann richtig schlüssel? Weil ich müsste ja eigentlich in dem Modell so weit gehen, dass ich sage, okay, ich habe so und so viel CRM und Marketingmanager, die steuern so und so viel Kampagnen aus und jetzt muss ich, weil du ja auch sagst, ich muss auf Individuum runterrechnen, jetzt müsste ich ja eigentlich gucken, welcher Kunde wird in welcher Kampagne angeschrieben und müsste dann entsprechend variabel und fix auf diese Leute schlüsseln, um individuell auch Werte berechnen zu können. Hast du da vielleicht eine Empfehlung, wie man da, sag ich mal, mit Finance Controlling gut zusammenarbeitet? Weil das, was ich erlebe, variable Kosten sind schnell zusammengetragen, aber den Sprung, auch fixe Kosten zu berücksichtigen, da stolpern viele oder da gibt es Barrieren oder ja, vielleicht auch interdisziplinäre Themen. Aber häufig ist es dann so, man kriegt dieses gesamtheitliche Bild von Kosten und Erlösen nicht wirklich aufs Papier. Hast du da Empfehlung? Genau, mehrere Antworten dazu. Also zum einen ist es, erstmal die Frage, macht es Sinn, alle Fixkosten umzulegen auf den Kunden? Ja, ich meine, der Geschäftsführer, der ja für alle Kunden hoffentlich da ist, bringt es mir nichts, glaube ich, das umzulegen, wenn ich gerade im B2C-Unternehmen bin. Bei B2B kann ich es vielleicht sogar noch, wenn ich nicht so viele Kunden habe. Aber bei B2C-Unternehmen bringt das nichts. Deswegen ist die Frage, bringt es überhaupt was umzulegen? Weil wenn, dann würde ich das, ja, sagen wir, prozentual auf alle gleich verteilt umlegen und dann kann ich es auch gleich lassen, weil das nur ein Shift in dem Kundenlebenswert ist. Ne? Das bringt nichts. Ne? Bei anderen indirekten Kosten, Fixkosten, muss ich mir das überlegen, ob es Sinn macht, eventuell auch in verschiedenen Segmenten nur zuzuordnen und nicht allen Kunden. Ja, das ist die eine Sache. Also erstmal überlegen, macht das überhaupt Sinn, weil ich die Aussage, wenn es ein Shift ist nur, und dann der Shift ist ja bei allen gleich, treffe ich immer noch dieselbe Aussage, ob ich es umgelegt habe oder nicht umgelegt.
Zweite Sache ist, glaube ich, noch viel interessanter, was du gesagt hast. Wie kriege ich denn die anderen Unternehmen, die anderen Bereiche des Unternehmens, Finance, Accounting oder was auch immer mit dazu, auch so zu denken? Und ich glaube, da ist dieses letzte Anwendungsbeispiel, was ich gezeigt habe, was ja auch eigentlich meine Historie ist, wo ich herkomme, Forschungstechnik, ist diese Unternehmenswertung das Interessante. Weil da sprechen wir dann auf einmal die Sprache von Finance, sagen wir, mit und verbinden sie mit der Sprache von Marketing. Ja, so habe ich ja angefangen, auch in meiner ganzen Forschung. Weil wir dann nämlich durchrechnen können, okay, hier mache ich was im Marketing, in Kundenzufriedenheit, habe ich eben gesagt, oder irgendeine Kampagne, und kann dann durchrechnen, was hat das für einen Effekt auf Retention-Rate zum Beispiel, was hat das einen Effekt auf Customer Lifetime Value, aus Customer Equity und Unternehmenswertung sogar auf den Wert des Unternehmens. Und dann habe ich nämlich diese beiden Seiten verbunden, aber auf der Ebene, wo es wirklich um operative Maßnahmen geht, nämlich Kundendynamiken. Und das ist, glaube ich, diese wichtige Sache, die wir hinbekommen müssen. Und dann gibt es nicht mehr so die einen und die anderen, sondern dann haben alle dasselbe Modell dahinter. Und dann sind die zusammen. Dann ist es, glaube ich, kein Problem mehr. Danke dir. Vielleicht noch mit Blick auf die Uhr eine letzte Frage. Du hattest in dem dreistufigen Aufbau zur marktorientierten Unternehmensführung gezeigt, dass die ersten beiden Stufen sehr kundenorientiert sind, die dritte Stufe aber eher produkt- und transaktionsorientierte Kennzahlen berücksichtigt, und hattest da so ein bisschen die Lanze dafür gebrochen, auch da dann kundenorientiert zu denken. Frage ist, bedarf es keiner transaktionsorientierten und produktorientierten Kennzahlen mehr? Kann ich rein kundenorientiert, wenn ich, sage ich mal, im Sinne der Modelle und dessen, was du vorgestellt hast, aufgestellt bin, kann ich sozusagen auf die produkt- und transaktionsorientierte Sicht verzichten, oder wie verwebe ich das im Zweifel und zu welchen Anteilen? Genau, also es ist ja nicht entweder oder. Wenn ich ja Umsatz pro Kunde in einer gewissen Periode habe, dann ist es ja letztendlich transaktionsbasiert. Ja? Nur ich sollte da nicht stoppen, weil, das ist ja das, was ich versucht habe darzustellen, weil dieser Umsatz pro Kunde, da habe ich vielleicht schon die verschiedenen Monetarisierungsmöglichkeiten dabei, vielleicht. Ja, vielleicht, wenn ich es produktorientiert habe, muss ich es summieren über die verschiedenen Produkte, dann habe ich das eine, diese verschiedenen Monetarisierungsmöglichkeiten habe ich schon drin. Was ich aber nicht drin habe, ist das Ganze über die Zeit. Dass ich ja einen Kunden heute gewinne und Akquisitionskosten für ihn heute habe, die ja keine, die sich langfristiger auszahlen sollen. Ja, und deswegen muss ich diese produkt-transaktionsbasierten Metriken über die Zeit nehmen und dementsprechend zusammenfassen und habe aber dann nicht nur Umsatz pro Kunde, sondern auch sowas wie Kundenbindungsrate und so weiter und so fort. Und dadurch wird das Modell oder die Idee ein bisschen komplexer, aber auch realitätsnäher, weil ich nämlich nicht mehr ganz genau rausfinden kann, dass wenn ich was mache, was hat das für eine Auswirkung auf Umsatz, was hat das für eine Auswirkung auf Retention Rate, das kriege ich vielleicht noch hin, aber was ist denn die Gesamtauswirkung des Ganzen, ist die positiv oder negativ, das kriege ich nur hin mit diesem Gedankenmodell. Also, lange Rede, kurzer Sinn, nee, das heißt nicht, dass wir die nicht mehr brauchen, aber die sind eine Zutat für das, was wir aus meiner Sicht machen sollten, nämlich Kundenlebenswert berechnen und Customer Equity berechnen. Und geben dementsprechend mehr Einsichten und auch meiner Sicht auch bessere Einsichten in die Dynamik der Kundenbasis. Thorsten, vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr, ich gucke auch nochmal ins Fragenpanel, sind keine weiteren Fragen aufgetaucht. Also ich persönlich, mir hat sehr viel Spaß gemacht, möchte mich an der Stelle nochmal persönlich bei dir, aber auch im Namen der Metrics bedanken und auch einmal hier die entsprechend Stay Connected Folie auflegen. Wenn im Nachgang, hattest du ja auch gesagt, wenn im Nachgang Fragen sind aus dem Auditorium, gerne direkt an Thorsten oder auch an mich wenden. Wir sind da auch im Nachgang willens, hier noch Rede und Antwort zu stehen. Ich bedanke mich nochmal bei allen, die dabei gewesen sind, insbesondere aber bei dir, Thorsten, für dein Engagement, und verabschiede mich und wünsche einen schönen Resttag. Danke an alle und schönen Resttag, schönes Wochenende. Tschüss.